Der Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker wird seit Weihnachten vermisst. Jetzt herrscht offenbar traurige Gewissheit. Laut eines Polizeiberichts ist am Donnerstagmittag eine Leiche in der Brigach in Donaueschingen geborgen worden. Es deutet offenbar vieles darauf hin, dass es sich dabei um den vermissten Dirk Brünker handelt. Entsprechende Ausweispapiere seien bei der leblosen Person gefunden worden, berichten Medien. Auch die Kleidung soll auf die Beschreibung passen, eine Obduktion soll nun weitere Ergebnisse liefern. Spaziergänger haben laut Mitteilung die Person am Donnerstag im Wasser entdeckt. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Dirk Brünker wird seit dem 23.12.2022 vermisst, er soll Berichten zufolge eine Kneipe besucht haben. Kai Brünker spielt seit 2020 für den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga.